Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem 100-Tage-Weihnachts-Countdown. Und Sie brauchen immer noch keine Angst zu haben. Keine Weihnachtslieder und kein Gepäck. Gepäck haben wir vielleicht dabei. Ich bin allerdings überrascht gewesen, als ich letzte Woche oder am Wochenende einkaufen war. Die ersten Adventskalender sind bereits im Laden. Seit September gibt es ja schon Lebkuchen. Jetzt sind Adventskalender da. Und Nikoläuse kann man auch schon kaufen. Das gibt es bei uns noch nicht. Aber wir haben einige Leckereien, beziehungsweise Kathi hat einige Leckereien vorbereitet und sie hat mir heute nur zwei Sachen gesagt. Leckersten Kaffee und ganz viel Wärme. Jetzt bin ich gespannt, was so die nächsten paar Minuten auf uns zukommt. Ja, wir machen es uns richtig schön, ne? In der kühlen Jahreszeit. Es geht ja jetzt auch langsam auf die Vorweihnachtszeit hin. Und da macht man sich so richtig gemütlich mit diesen Leckereien. Ich habe ein bisschen Kuchen mitgebracht, damit wir es uns da wirklich auch schön machen können. Das genießt man ja jetzt auch so ein bisschen. Dann an den Wochenenden zum Beispiel, da gibt es ja jetzt schon diese Leckereien dann auch in den Läden. Ich finde es wirklich ganz toll. Also ich habe Stollenkonfekt zum Beispiel mitgebracht, das liebe ich total. Und selbstgebackenen Kuchen. Wir hatten Zwetschgen im Garten. Meine Mutter hat ganz tollen Zwetschgenkuchen gebacken und da habe ich auch was mitgebracht. Also sehr, sehr lecker. Dazu gibt es natürlich einen schönen Kaffee. Und bei Kaffee, da ist es immer so, da möchte man was Gutes dann auch haben. Man möchte gerne auch dann einen guten Kaffee anbieten, gerade wenn dann auch vielleicht mal Gäste zu Besuch sind am Wochenende. Und dann überlegt man immer, wie bereitet man den zu? Viele haben dann natürlich auch, gerade wenn schnell gehen muss, vielleicht mal so eine Pad- oder Kapselmaschine zu Hause. Aber ich finde, da geht natürlich dieser Kaffeegenuss ganz schnell mal verloren. Weil ein schöner Kaffee ist dann ein gut aufgebrühter Kaffee. Ein schöner Kaffee, das wissen Sie vielleicht auch, ist natürlich ein Kaffee auch aus einer ganzen Bohne. Ne? Wenn man dann die Bohnen auch noch schön auswählen kann, da kann man auch mal gucken, was für eine Bohne kauft man. Eine stärker geröstete Bohne. Und allein die Bohnen, wenn man die dann hat, oh, wie die duften. Ja, das ist alleine schon sowas, wenn man so eine richtige Kaffeebohne dann auch mal in die Hand nimmt, wenn man die spürt alleine und diesen Duft von so einer Kaffeebohne hat und die dann auch selber mahlen kann mit einem Bohnenmahlwerk. Haben Sie sowas zu Hause? Nein? Dann wird es höchste Zeit, weil da können Sie entscheiden, wie soll gemahlen werden. Wir haben eine elektrische Kaffeemühle für Sie mit einstellbarem Mahlgrad und damit können Sie ruckzuck Ihre Kaffeebohnen dann auch selber mahlen. Ich finde, sowas gehört in jeden Haushalt, gerade dann auch für die Feiertage. Ja, gerade wenn man frischen Kaffee mag. Und ich kenne das aus meiner Jugend. Meine Großeltern und auch meine Urgroßeltern, die hatten noch eine Kaffeemühle. Allerdings noch mit der Hand betrieben. Und parallel dazu gab es ja ein wunderbares Kinderstück. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Räuber Hotzenplotz. Ja, da war man als Kind ganz verrückt. Und da ist die Großmutter, die immer vor der Tür sitzt mit ihrer Kaffeemühle. Also auch da hat man natürlich das gewusst, man muss die Bohne erst mahlen, aber der beste Kaffee, den man kaufen kann, ist natürlich die ganze Bohne und dann ist er auch am frischsten. Und wenn ich den jetzt frisch mahlen kann bei mir zu Hause mit so einem perfekten Mahlwerk, dann ist das ja super. Kann ich da vorne, was kann ich da einstellen? Du kannst hier einmal natürlich den Mahlgrad einstellen. Hier, man sieht es in 12 unterschiedlichen Stufen das Ganze. Du kannst dann auch einstellen von grob bis fein das Ganze, wie viele Tassen du auch mahlen möchtest. Wir stellen das jetzt hier mal für uns ein, so ein bisschen. Die Grammzahl, die Sie einfüllen können an Bohnen, bis 75 Gramm Bohnen. An der Seite können Sie das auch noch mal justieren, das Ganze. Wir stellen uns das schon mal so ein bisschen ein für unsere Tassen, die wir dann machen werden. Und dann einfach auf Start drücken, es wird automatisch dann aufgemahlen. Also alles andere ist jetzt nicht mehr mein Ding. Das sieht ja super aus. Ich sehe auch immer die Kaffeemenge und wie fein der ist und schön fein der Kaffee gemahlen ist. 28,41 Euro, das ist der Preis für diese hervorragende elektrische Kaffeemühle hier mit dem einstellbaren Mahlgrad. Und dann kann man endlich mal wieder Kaffee mahlen. Rein. Das Mahlen, der Geruch vom Kaffee, den finde ich phänomenal. Also hier beginnt schon der Kaffeegenuss, eigentlich die Vorfreude auf den frischen Kaffee. Dann die Bestellnummer ist die NC3608 und die 569. Und dann kommt diese wunderschöne hier Kaffeemühle. Jetzt hätte ich fast Kaffeemaschine, Kaffeemühle zu Ihnen. Aber jetzt brauche ich natürlich auch noch eine Kaffeemaschine. Wieder weg von den Schnellmaschinen und hin zum Aufbrühen. Und da hast du uns auch eine richtig schöne mitgebracht. Natürlich, man möchte ja den,
das frisch gemahlene Kaffeepulver jetzt, was so toll riecht, auch gleich verarbeiten. Mhm. Und das in einer tollen Kaffeemaschine. Und da haben wir wirklich ein ganz hervorragendes Modell für Sie, das hier einmal neben mir Platz genommen hat, das ich hier mal hingestellt habe und das mich total begeistert hat, muss ich sagen. Kaffeemaschinen kennt man ja wirklich viele. Ja, und auch hier ein sehr klassisches Modell, wo Sie sagen werden, ach, das kenne ich ja, das sieht ja ganz normal herkömmlich aus, wie so eine Kaffeemaschine, die man kennt. Sie können hier jetzt bis zu 8 Tassen Kaffee direkt brühen, das mit Kaffeepulver. Aber wir haben hier direkt eine Besonderheit und die fällt Ihnen vielleicht sofort auf, ja? Sticht ins Auge, einmal natürlich schön Schwarz-Hochglanz, aber, und das sieht man hier im unteren Teil, wir haben hier eine ganz besondere Kanne und das hat mich sofort umgehauen, weil das sieht man wirklich fast nie bei Kaffeemaschinen und die ist für Sie direkt mit dabei. Das ist nämlich hier, und ich muss die einmal zeigen, das ist eine Isolierkanne, die hier mit dabei ist. Die also den Kaffee gleich warm hält. Genau, und normalerweise hat man bei Kaffeemaschinen immer ein Glaskännchen mit dabei. Hier ist dem nicht so, hier hat man direkt eine Isolierkanne mit dabei. Und das finde ich mal sensationell. Das heißt hier nämlich kein Umfüllen mehr in eine Thermoskanne, sondern Sie haben hier diese Isolierkanne, diese Thermoskanne direkt im Lieferumfang mit dabei. Das ist also eine Kaffeemaschine und gleichzeitig hier Ihre Servier-, Ihre Thermos-, Ihre Isolierkanne. Und das ist natürlich super praktisch, weil hier kann man jetzt den Kaffee kochen. Der Kaffee läuft dann direkt durch in hier Ihre Auffangkanne. Und Ihre Auffangkanne ist aber direkt auch Ihre Isolierkanne, Ihre Thermoskanne. Und Sie können die natürlich dann hier drunter stehen lassen, dann wird der Kaffee warm gehalten. Sie können die dann aber auch rausnehmen und auf den Tisch stellen. Und der Kaffee wird die ganze Zeit über dann auch warm gehalten in dieser Isolierkanne, in ihrer Thermoskanne. Und sowas hat man sonst nicht, ne? Da muss man immer extra nochmal eine Thermos, klar, eine Isolierkanne kaufen. Und sowas, das ist ja mega praktisch. Also da war ich super begeistert und habe gesagt, boah, das ist ja eine geniale Sache. Also sowas jetzt hier, wie genial ist das denn bitte? Also bei so einer tollen Kaffeemaschine und das jetzt auch für den Preis, ja? Und wir kochen natürlich jetzt auch direkt mal hier einen schönen Kaffee, würde ich sagen, ja, oder? Ja, aber hoppla, ich habe schon gedacht, du kommst niemals auf die Idee. Ich finde es auch noch schön, also dieses Edelstahl sieht einfach toll aus. Das ist mal was anderes als diese Glaskaffeekannen. Frisch aufgebrüht mit ganz, ganz viel Stil. Das können wir hier deutlich sagen. Was ist das, was du uns jetzt zeigst? Das ist hier ein Permanentfilter, der hier mit dabei ist. Also keine Filtertüten mehr kaufen. Genau, also man kann Filtertüten verwenden, wenn man möchte. Ja? Ich habe jetzt auch mal eine Filtertüte mitgebracht, dass Sie das sehen. Also man kann hier oben ganz normal, wie Sie es gewohnt sind, eine Filtertüte reinmachen. Man kann mit der Filtertüte den Kaffee kochen. Man kann jetzt aber auch diesen Permanentfilter nutzen. Der ist für Sie im Lieferumfang dabei. Den kann man dann auch immer wieder auswaschen und immer wieder verwenden, wenn man das möchte. Im Lieferumfang ist auch direkt hier so ein kleines Schäufelchen mit dabei, um das Kaffeepulver reinzumachen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn Sie das nutzen, ja, möchten. Wir nehmen jetzt hier auch direkt mal unser Kaffeepulver, was wir gerade hergestellt haben. So, alles mal rein, um natürlich hier den Kaffee dann auch schön zu machen. Du magst stärkeren ja, Kaffee, ja, ne? Deshalb, ich nehme hier aus, ich habe natürlich hier auch noch ein bisschen Kaffeepulver mitgebracht. Das können wir natürlich auch gleich benutzen. Ich freue mich schon so auf den schön Kaffee. Und jetzt, ich habe noch den Duft vom Mahlwerk, also vom Kaffee mahlen in der Nase. Und gleich wird der abgelöst natürlich durch den frisch aufgebrühten Kaffee hier. Also Sie sehen, das ist schon mal eine perfekte. Das riecht aber immer so gut. Ich finde Kaffee alleine Geruch, das ist so was Schönes. Perfekte Kombination. Das Mahlwerk, also die Kaffeemühle jetzt mit dieser formschönen und auf gewisse Art und Weise einmaligen Kaffeemaschine, weil mit der integrierten Thermoskanne oder Isolierkanne, wie es Kathi vorhin genannt hat, ist das natürlich eine tolle Kombi. Und jetzt einfach nur noch einschalten, oder? Und das ist auch schön, ne? Einfach in der Bedienung. Man hat ja manchmal Kaffeemaschinen, da musst du ein halbes Diplom drauf machen, ne? Eine halbe Doktorarbeit. Hier ganz einfach an, aus. Ja, mehr ist es nicht. Und die blaue LED zeigt Ihnen direkt hier an, ob sie an- oder ausgeschaltet ist. Sie legt sofort los, ist sofort im Einsatz. Super einfach zu bedienen. Also wirklich nur an und aus.
Und dann beginnt sofort der Brühvorgang. Man hört es hier direkt. Also ein tolles Modell. Und halt mit dieser Isolierkanne dabei, hat auch eine Antitropfvorrichtung selbstverständlich, wenn Sie jetzt direkt mal entnehmen würden. Ist das einfach schön. Sie können hier auch jederzeit den Wasserstand an der Seite selbstverständlich einsehen. Also ein tolles Modell. Im Lieferumfang für Sie noch mal mit dabei. Der Permanentfilter, den Sie verwenden können. Sie haben so ein kleines Schäufelchen zum Einfüllen, selbstverständlich von Ihrem Pulver. Und hier sehen wir es auch nochmal, da wurde der Permanentfilter verwendet. Sie können aber auch selbstverständlich Filtertüten verwenden, wenn Sie das möchten. Und ein kleiner Reinigungspinsel ist für Sie auch im Lieferumfang mit dabei, wenn Sie den benötigen, um das Ganze zu reinigen. Das ist auch noch mit dabei. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Maschine für mehr Geschmack, für ein tolles, volles Aroma und sie schaltet sich selbstverständlich auch nach Ende des Brühvorgangs automatisch aus. Ein Überhitzungsschutz ist auch dabei. Auch darauf sollte man achten. Vielleicht haben Sie noch eine sehr, sehr alte Kaffeemaschine zu Hause. Die haben oft keinen Überhitzungsschutz, keine Abschaltautomatik. Da vielleicht wirklich mal einfach jetzt eine neue Kaffeemaschine sich nach Hause holen, hier mit dieser neuesten Technik und vor allem mit dieser tollen Isolierkanne, die mich so begeistert hat. Ja, und ich habe gerade neulich wieder zu diesem Thema einen Bericht gelesen, dass wieder immer mehr Menschen gerade in Deutschland zurückgehen zum frisch aufgebrühten. Es gibt jetzt sogar schon die ersten Kaffeeketten, die aufmachen, die ausdrücklich frisch aufgebrühten Kaffee und nicht den Kaffee aus den Schnellautomaten hier servieren, weil es einfach Kaffee genießen ist und nicht nur Kaffee trinken. Und immer mehr Haushalte stellen wieder um, die werfen ihre Schnellmaschinen, ja vielleicht nicht auf den Müll, aber die kommen mal irgendwo unten in den Schrank oder auf den Speicher und holen sich wieder eine zum Kaffee frisch aufbrühen, weil es einfach ein ganz anderer Kaffeegenuss ist. Und hier muss ich jetzt auch immer sagen, die sieht wirklich fantastisch aus, diese Kaffeemaschine. Finde ich auch. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ein schlichtes Design, ein schönes Design. Sie arbeitet sehr zügig auch. Wir hören jetzt schon hier, die blubbert jetzt hier schon. Die hat schon alles an Wasser. Und ich hatte hier gut fünf Tassen eingefüllt. Hat sich schon vollkommen alles durch. Also ist jetzt auch gleich mit dem Brühvorgang durch. Das hat sie jetzt schön gemacht. Also auch sehr zügig in der Arbeit. Das ist ja auch immer wichtig, gerade wenn man dann auch mal Gäste hat und sagt, komm, ich setz mal eben schnell den Kaffee auf. Dann soll die natürlich auch da zügig arbeiten. Das macht die dann auch. Also ein ganz tolles Modell, dass sie da nach Hause bekommen für 31,26 Euro. Eben, das ist eine Preisgestaltung, die ich mir gefallen. Also das kostet normalerweise 0,815 Kaffeemaschine. Aber hier natürlich mit dieser Edelstahl-Thermo-Isolierkanne noch eine ganz andere Hausnummer. Die Bestellnummer ist die NX9378 und die 569. Wie gesagt, der Preis, ich wiederhole den sehr, sehr gerne nochmal, 31,26 Euro. Und in Kombination mit unserer elektrischen Kaffeemühle natürlich das perfekte Geräte-Duo. Wer jetzt aber sagen will, jawohl, ich möchte aber alles in einer Maschine. Ich möchte nicht hier eine Kaffeemühle und da eine Kaffeemaschine stehen haben, sondern eine schicke Kaffeemaschine, die alles kann. Bitteschön. Tada! Ist das nicht toll? Weil das ist jetzt so ein richtiger Alleskönner und das auch noch mit einem Wahnsinnsdesign. Also so ein richtiger Hingucker, den wir hier für Sie haben. Unsere vollautomatische Design-Kaffeemaschine mit integriertem Bohnenmahlwerk. Sie können jetzt hier bei diesem Modell selber entscheiden, füllen Sie einmal hier die tollen Kaffeebohnen ein, also wirklich richtige Bohnen, ganze Bohnen einfüllen. Oder nehmen Sie das Kaffeepulver, ja? Das können Sie hier selber entscheiden, also die ganzen Bohnen oder das Kaffeepulver, das bleibt Ihnen hier überlassen bei dieser tollen Maschine. Weil hier im oberen Teil, wenn ich sie einmal aufmache, ich kann Ihnen das gern zeigen, da ist einmal hier das Mahlwerk und das ist ein sehr hochwertiges Mahlwerk, das wir haben. Das ist hier integriert, dass hier die Bohnen dann mahlen kann. Bis 32 Gramm Bohnen können hier gemahlen werden. Oder natürlich auch der Pulverkaffee, der hier eingefüllt werden kann. Da ist ja auch ein Permanentfilter für Sie integriert. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr umweltschonend, das Ganze. Sodass man das immer mit dem Permanentfilter dann auch direkt verwenden kann. Also nochmal, ganz egal, ob ganze Bohnen oder schon gemahlenen Kaffee. Ich kann hier mit beidem Kaffee machen. Ich muss nur an der richtigen Stelle einfüllen. Je nachdem, was man gerade zu Hause hat. Wasser wird hier
an der Seite eingefüllt. Das kann ich jetzt mal zeigen. Also hier einfach aufklappen, da wird das Wasser eingefüllt. Das mache ich jetzt auch gleich mal, sodass wir uns das anschauen können. Glaskännchen ist selbstverständlich auch für Sie im Lieferumfang dabei. Ist natürlich auch sehr, sehr schick hier für 600 Milliliter an Kaffee, die Sie hier mit einem Brühvorgang direkt aufbrühen können. Und wir entscheiden jetzt selber, was wollen wir denn machen? Wollen wir ganze Bohnen oder wollen wir Pulverkaffee? Ich würde sagen, ganzen Bohnen, oder? Dann nehmen wir hier mal die Bohnen, dann machen wir hier mal direkt ins Bohnenmahlwerk auch wieder die gesamten Bohnen rein. Und da muss ich auch gerade noch mal sagen, wegen den Bohnen. Bohnenkaffee, egal ob jetzt gemahlen oder fest, ist natürlich viel günstiger als diese Tabs und Pads, die man kauft. Da zahlt man ja teilweise für 100 Gramm, so viel ist in einem Paket, 2,60 Euro, 2,80 Euro. Ja? Und das hochgerechnet auf 500 Gramm, so kauft man Kaffee normalerweise, sind das plötzlich 9 Euro. Das ist fast ein Kilopreis. Also man spart da auch, wenn man so Kaffee macht. Also erstens mal gewinnt man an Genuss und spart aber bares Geld. Mhm. Und Sie sehen auch hier einfache Bedienung. Also ich habe jetzt hier einfach nur oben die Bohnen eingefüllt. Ne? Geht super einfach, kinderleicht. Dann schalten Sie hier einmal ein. Und zwar, Sie sehen hier da einmal das Symbol für Pulverkaffee. Dieses kleine Schäufelchen, das ist für Pulverkaffee. Und dann haben wir hier zwei Bohnensymbole. Je nachdem, wie viel Bohnen Sie eingefüllt haben, für wie viele Tassen. Ich habe jetzt auch ziemlich viel Wasser genommen, auch ziemlich viel Bohnen. Deshalb gehe ich hier auf Stufe 2 für die Bohnen. Ja? Und dann einfach nur Start drücken. Mehr ist es nicht. Also auch wirklich wieder eine super einfache Bedienung. Das ist ja immer wichtig bei den Maschinen. Start drücken. Und schon beginnt hier der Mahlvorgang. Jetzt werden die Bohnen einmal gemahlen von dem integrierten Mahlwerk. Und danach, sobald die Bohnen gemahlen sind, beginnt dann auch der Brühvorgang. Das wird hier, sehen Sie das, von einem blauen LED-Licht auch immer schön angezeigt. Also man sieht sofort, die Maschine ist in Betrieb. Das blaue LED-Licht leuchtet. Und sobald der Mahlvorgang beendet ist, beginnt dann auch der Brühvorgang. Ja, und ich liebe ja diese zwei Gerüche, die hier nacheinander kommen. Und zwar erstens mal wieder der Geruch von frisch gemahlenem Kaffee. Und dann kommt gleich danach noch diese Duftfahne von frisch aufgebrühtem Kaffee. Apropos Kaffee, ist unser erster schon fertig? Unser erster Kaffee ist selbstverständlich schon fertig. Der ist hier in der Isolierkanne. Jetzt hat es gerade gepiepst. Jetzt gepiepst. Hier beginnt jetzt der Brühvorgang. Ah, okay. Und hier haben wir natürlich schon mal unseren ersten Kaffee aus unserer ersten, oh, guck mal. Also allein, wenn man diese leichten Nebel sieht, dieses Aroma, das hier aufsteigt, bekommt man schon Lust auf den Kaffee. Mich ärgert es immer, dass heutzutage in der Fernsehwerbung wird Werbung gemacht bei Kaffee. Oh, hat der eine schöne Crema. Ja? Mir ist doch die Crema sowas von egal. Der Kaffee muss schmecken. Und ich kann schon mal sagen, du hast keinen Bodensee-Kaffee gemacht. Kennst du Bodensee-Kaffee? Das ist so ein leichter, ne? Das ist, wenn man von oben durch den Boden sieht, dann hat man Bodensee-Kaffee. Das ist nicht meins. Meiner ist eher schwarz wie das Tote Meer. Ich weiß, du magst es immer ein bisschen stärker. Hier, ich habe auch einen schönen starken Kaffee gemacht. Wir machen den hier noch in unsere tolle Isolierkanne. Das ist ja hier das Schöne. Isolierkanne geht hier wieder rein an die Maschine. So, das ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Ah, und wir haben tollen Kuchen dazu. Machen Sie sich auch zu Hause gemütlich mit einem schönen Kaffee, mit einem Stückchen Kuchen. Ja, wir haben wirklich leckere Sachen hier. Ah, ja, unsere Kameramänner gucken ein bisschen neidisch. Möchtet ihr Kuchen? Ja, was möchten haben, Philipp? Pflaumenkuchen oder möchtest du Stollenkonfekt? Philipp möchte Christstollen. Stollenkonfekt? Stollenkonfekt heißt das. Also, zwei Stücke Stollenkonfekt. Ich habe mich ja so gefreut, als ich heute in diese Sendung gekommen bin. Also ich habe gesagt, Kuchen. Ich muss unserem Kameramann mal kurz einen Stollenkonfekt geben. Und natürlich jetzt auch noch den frisch aufgebrühten Kaffee. Das ist einfach mit nichts anderem zu vergleichen. So, Philipp, komm ruhig in die, keine Angst, komm ruhig, komm ruhig. Komm mal ruhig, her, ja. Hier, zack. Gleich zwei, so. Aha. Jetzt möchtest du dann, auch was? Daniel, aber nicht zu kurz Daniel, kommen. Komm, andere Kamera auch. Nein, sie lacht ganz doll. Ich glaube, sie hat Angst. Sie traut sich noch nicht so richtig. Philipp ist es gewohnt, dass er von mir was bekommt. Sie ist noch ein bisschen schüchtern. Sie traut sich noch nicht. Na gut. So, also hier jetzt der Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen in der extra Kaffeemühle und dann aufgebrüht in der Kaffeemaschine. Jetzt werden wir dann nachher noch mal Kaffee haben. Da ist in der Maschine beides gemacht worden. Frisch gemahlen und dann sofort frisch aufgebrüht. Und der duftet schon. Das finde ich jetzt schön, dass da oben so richtige, so leichte Schwaden raussteigen. Das heißt also, dieses Kaffeearoma, das verteilt sich ja schon in der halben Wohnung. Und dann die Vorfreude auf den frisch gebrühten Kaffee.
Kaffee, die ist natürlich dann auch riesengroß, obwohl lange Vorfreude hat man nicht. Das geht ja nur 3-4 Minuten, bis da alles durchgelaufen ist. Ja, ne, das geht super schnell. Aber dieser Duft, ach Gott, das ist auch wunderschön. Oh, ich glaube, es hat sich jetzt hier rumgesprochen bei uns im Studio, dass es hier Kuchen gibt. Guck mal, da kommt der Nächste an. Da ist Vincent gekommen, der möchte jetzt auch Kuchen haben. Ach Gott, gucke mal. Ne? Das geht schnell hier bei uns im Studio, liebe Zuschauer. Wenn es hier was zu essen gibt, ne, das spricht sich hier rum bei uns und dann kommen alle an. Zack, zack, zack. Möchtest du auch Kuchen haben, Vincent? Was möchtest du haben? Pflaumenkuchen? Pflaumenkuchen. Ah, guck mal. Ja, natürlich. Komm mal her, gib ein Stück Pflaumenkuchen. So, und ich wollen Sie auch mal vom Kragen verwöhnt werden? Schreiben Sie uns doch mal eine E-Mail an redaktion@pearl.de, vielleicht pearl.tv, Entschuldigung. Vielleicht kommt Kathi dann auch bei Ihnen mal vorbei und bringt Ihnen ein Stück Pflaumenkuchen oder so eine Christschnitte. So, jetzt geht es aber um unsere Design-Kaffeemaschine, die nicht nur frisch aufbrüht, sondern auch die Kaffeebohnen mahlt, wenn Sie das möchten. Und die bekommen Sie zum TV-Sonderpreis. 66,41 €. Die Bestellnummer ist hier die NX9416 und die 569. Und ich freue mich immer, wenn wir auch während der Sendung mal Kaffee trinken können, weil die ein oder anderen Zuschauer wissen das schon. Ich bin ein absoluter Kaffee-Junkie. Also ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Den ganzen Tag über wird bei mir Kaffee getrunken. Aber der ist ausgezeichnet, das muss ich sagen. Das ist wieder so, wie man sich's wünscht. Oh, so, wenn herrlich. Sie jetzt den Anfang verpasst haben, wir haben eigentlich bis jetzt alles nur ums Kaffee machen, hat sich alles ums Kaffee machen gedreht. Mhm. Wir haben begonnen mit einer wunderschönen Kaffeemühle, um den Kaffee selbst zu Hause frisch zu mahlen. Genau, und da können Sie die Kaffeebohnen dann perfekt mahlen hier in dieser Kaffeemühle. Ein hochwertiges Scheibenmahlwerk ist integriert und da haben Sie die Möglichkeit von 2 bis 12 Tassen, also bis zu 75 Gramm Bohnen hier perfekt zu mahlen. 8 Mahlgrade sind einstellbar, von grob bis fein, für mehr Geschmack und volles Aroma für Ihren Kaffee. Ja, also das Ganze für 28,41 €. Da wird man sehr lange Freude dran haben und kann eben auch mal wieder die ganzen Bohnen genießen. Natürlich vorher mahlen. Mahlgrad einstellbar. Die Bestellnummer hierfür ist die NC3608 und die 569. So, und dann brauchen wir natürlich zum frisch gemahlenen Kaffee auch eine Kaffeemaschine, die das verarbeiten kann. Und da hat uns wirklich, ich muss dich noch mal loben, Kathi, genau die richtige mitgebracht. Der Kaffee schmeckt fantastisch. Das freut mich natürlich. Hier ein ganz fantastisches Modell, finde ich. Sehr außergewöhnlich auch. Vor allem, da wir hier ja 1 Liter Kaffee direkt aufbrühen können, also 8 Tassen. Und wir haben, Sie haben es gerade schon gesehen, eine ganz tolle Kanne, und zwar eine Isolierkanne. Das ist ganz, ganz selten. Also hier kein Glaskännchen, sondern eine Isolierkanne, die Ihren Kaffee warm hält, die Sie auch wunderbar direkt auf den Tisch stellen können. Und natürlich hier auch ein Dauerfilter, ein Permanentfilter für Sie im Lieferumfang mit dabei. Auch so ein kleines Schäufelchen, um das Kaffeepulver direkt mit einzugeben. Einfach in der Bedienung. Eine tolle, tolle Kaffeemaschine. Richtig. Toll designt, einfach zu bedienen. Und der Kaffeegenuss ist vorzüglich. Die Bestellnummer ist die NX9378 und die 569. Und der Preis wirklich phänomenal, zumal eine Thermo-Isolierkanne dabei ist für 31,26 €. So, 2 getrennte Maschinen für den perfekten Kaffeegenuss. Wer das mit einer Maschine will, der kann das natürlich auch gerne haben. Hier haben wir unseren Alleskönner im schicken Design mit dem integrierten Bohnenmahlwerk. Sie können aber selbstverständlich auch ganz normales Kaffeepulver einfüllen, wenn Sie das gerade zu Hause haben. Also beides geht hier wunderbar. 600 Milliliter an Kaffee können Sie kochen. Das Glaskännchen ist für Sie im Lieferumfang dabei. Und dann hier eine ganz einfache Bedienung. Hier sehen wir auch nochmal dieses tolle Design einfach. Also ein Highlight aus dem Hause Rosenstein und Söhne. Und bezahlbar. 66,41 €. Was solche vollautomatischen Kaffeemaschinen sonst kosten, das weiß man, glaube ich. Die Bestellnummer ist die NX9416 und die 569. So, jetzt hat man in den letzten Tagen und Wochen eigentlich gemerkt, dass wir übergangslos vom absoluten Hochsommer jetzt schon fast in Wintertemperaturen gegangen sind. Nachts hier unten in Niedersachsen oder hier im Norden in Niedersachsen schon teilweise Temperaturen bis an den Gefrierpunkt. Und da muss man ab und zu mal für ein bisschen Wärme sorgen. Und was man da alles machen kann, sagt uns jetzt Kathi.
Genau, und da gibt es ja so einiges, gerade wenn man dann so gemütlich beim Kaffee trinken sitzt, da will man ja nicht frieren. Ne? Da sollen vor allem die Füßchen immer schön warm bleiben. Und da haben wir jetzt die besten Helfer für Sie. Und ein Riesenhelfer, der ist jetzt gerade wieder lieferbar bei uns. Da ist gerade die neue Lieferung reingekommen und das ist unser Steckdosen-Keramik-Heizlüfter. Schauen Sie mal, wie klein und kompakt. Das ist eine Riesensensation hier im Programm. Ja? Und den muss man einfach zu Hause haben. Gerade natürlich unten am Fußbereich, wenn es da irgendwie ein bisschen fröstelt, da hat man immer irgendwo eine Steckdose. Und da kann man den perfekt einstecken. Aber nicht nur da, sondern wirklich überall. Weil Steckdosen gibt es überall. Und wenn einem irgendwo friert, dann einfach schnell in die Steckdose einstecken. Dann haben Sie an der Seite einmal, hier an der Seite, also da, den An- und Ausschalter, dann natürlich vorne einmal anschalten und dann können Sie hier die Temperatur über diese Plus- und Minustasten von 15 bis 30 Grad einstellen auf Ihre Wunschtemperatur. Da ist ein Thermostat eingebaut und dann heizt das Gerät mit dem hochwertigen Keramikheizwerk, das hier integriert ist, auf Ihre Wunschtemperatur, die Sie gerade hier oben eingestellt haben, perfekt hoch und hält dann auch die Temperatur. Wenn Ihre Umgebungstemperatur wieder absinken sollte, fängt dieses hochwertige Keramikheizelement sofort wieder an, auf Ihre Wunschtemperatur hochzuheizen. Und das ist natürlich schön, weil man hier in seinem Umfeld, wo man sich gerade aufhält, immer die Wärme bekommt, die man haben möchte. Und zwar sofort, weil diese Keramikheizelemente sofort Wärme erzeugen und eine ganz angenehme Wärme erzeugen bei einem ganz niedrigen Energieverbrauch. Dieser tolle Heizlüfter, den wir jetzt hier sehen, verbraucht nur 500 Watt. Also wirklich ein geringer Energieverbrauch, den Sie haben, aber eine ganz tolle Heizleistung, die Sie erfreuen wird, die sehr angenehm ist und die Ihnen natürlich in Ihrem Umfeld auch sofort die Wärme bringt, die Sie haben möchten und auch haben müssen, weil man will ja nicht frieren. Ja, man will nicht frieren und das wollen viele nicht. Das haben wir gemerkt an den Verkaufszahlen. War lange ausverkauft. Jetzt ist er gerade lieferbar. Aber wer jetzt sagt, ach, dann warte ich einfach noch, bis es richtig in den Frost runtergeht, dann ist er wieder nicht mehr lieferbar. Jetzt gleich bestellen, schon mal ein bisschen vorausschauend denken, auch wenn Sie jetzt unten im Südwesten wohnen, da ist es noch lange nicht so kalt, aber Sie werden es merken, da wird es jetzt auch täglich oder sagen wir abendlich kälter, kälter, kälter und der Frost ist nicht mehr weit und dann fällt einem ein, oh, jetzt wäre sowas richtig gut, jetzt sollte ich ihn haben und dann versuchen Sie ihn zu bestellen, dann ist er ausverkauft. Das war jetzt bei uns immer so, jetzt ist er gerade lieferbar, das wird aber nicht mehr lange so sein, dann ist auch diese Lieferung wieder komplett ausverkauft. Deshalb am besten jetzt gleich ans Telefon. Und deshalb sage ich Ihnen auch schon mal die Bestellnummer, die NX9585 und die 569. Und da können Sie natürlich auch gleich mehrere hier bei uns bestellen, weil das ist so ein treuer Helfer und der ist so flexibel einsetzbar. Denken Sie nur daran, Sie haben jetzt vielleicht im Badezimmer so ein bisschen, ja, kühl, wenn Sie da morgens reinkommen und Sie denken, ach Gott, ne, jetzt die Heizung anmachen, eh die warm ist. Nee, stecken Sie den doch einfach in die Steckdose. Da haben Sie sofort die Wärme in dem Umfeld, während Sie die Zähne putzen morgens oder sich fertig machen. Oder auch dann in der Küche morgens, ja, eh da die Heizung irgendwie warm ist. Nehmen Sie den doch einfach kurz mit, stecken Sie den da schön in die Steckdose ein und schon haben Sie die Wärme in dem Umfeld, wo Sie sich aufhalten. Oder natürlich auch am Arbeitsplatz. Auch da kann man ihn sehr gut verwenden. Am Arbeitsplatz, Ihnen ist so ein bisschen kalt, vielleicht unten an den Beinen oder auch oben an den Händen, während Sie was arbeiten. Vielleicht sind Sie da auch handwerklich am Arbeiten, an der Werkstatt oder so. Einfach einstecken an der nächsten Steckdose und schon wird das Umfeld um Sie herum sehr schön aufgewärmt. Also man kann ihn wirklich überall verwenden. Was ich schön finde, ja, die eine Anwendung schließt ja die andere nicht aus. Ich kann morgen ins Bad einstecken, ich kann beim Kaffee trinken neben mir einstecken, ich kann mit ins Geschäft nehmen, Werkbank oder am Schreibtisch, ganz einfach, um die Füße zu wärmen. Ich glaube, das ist eine Steckdose für überall. Die wahrscheinlich, na, sagen wir so, die kleinste Heizung der Welt, die kleinste Heizung, die ich jemals gesehen habe. Und der Preis ist auch kleinstmöglich, 18,91 Euro. Es gibt ähnliche Geräte, die kosten aber gleich mal 40 oder 50 Euro. Da bekommt man hier sogar zwei dafür. Und wir sehen auch, Lutz nutzt diesen an seinem Schreibtisch. Und glauben Sie mir, das war in den letzten Tagen bei uns bitter nötig. Ja, es hat hier in Niedersachsen unglaublich abgekühlt. Tagsüber auch hier strahlender Sonnenschein, aber nachts geht es halt mal fast an den Gefrierpunkt. Und da muss man natürlich früh morgens schon mal ein bisschen nachheizen. Und das kann ich damit, und zwar unglaublich schnell und effektiv. Ja,
Ein Timer ist auch noch für Sie integriert. Also wenn Sie da den Timer nutzen wollen, wenn das Gerät automatisch nach einer, zwei, drei, vier oder bis zu 12 Stunden ausgehen soll, dann kann es das, weil der Timer ist hier für Sie mit eingebaut. Also eine schöne Sache für 18,91 €. Wirklich ein super praktisches Gerät. Und? Sie könnten es theoretisch sogar mitnehmen in den Urlaub, wenn Sie möchten. Wenn Sie jetzt nicht wissen, oh, ich fahre jetzt im Herbst oder im Winter noch mal weg, ist in dem Hotel oder in der Ferienwohnung überhaupt ausreichend an Wärme? Sind da die Heizungen? Man weiß nie, wo man hinkommt. Aber hiermit sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was die Temperatur angeht. Die Bestellnummer sage ich Ihnen nochmal, die NX 9585 und die 569, der Preis 18,91 €. Und das Beste, er ist jetzt lieferbar. Und das gilt auch für unser nächstes Produkt, das wir Ihnen gleich zeigen werden. Und da haben wir jetzt etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe und was mich aber sofort fasziniert hat, nicht nur mich, auch viele unserer Zuschauer, denn unsere erste Lieferung war restlos ausverkauft nach 2 Tagen. Jetzt haben wir die nächste Lieferung bekommen. Das heißt, dieses Element, ich kann jetzt noch gar nicht genau sagen, oder Ihnen will ich noch gar nicht genau sagen, was das ist. Dieses Element ist jetzt wieder lieferbar. Aber Kathi wird uns jetzt genau erklären, was es damit auf sich hat. Es ist ein Infrarot-Heizpanel, das wir hier haben. Und es sieht, wenn man es, ich klappe es nochmal zusammen, dann sieht es nämlich ganz klein und unscheinbar aus. So können Sie es mitnehmen, wenn Sie es jetzt irgendwie irgendwohin mitnehmen wollen. Ja, dann ist es wirklich ganz klein und kompakt. So nimmt man es mit. Ja, dann ist es sehr schön kompakt auch. Kann man auch mitnehmen dann auf die Arbeit, wenn man möchte. An den Schreibtisch zum Beispiel. Also sehr kompakt von den Maßen. Aber wenn einem jetzt so ein bisschen kalt wird und vor allem auch abends dann zum Beispiel mal an den Füßen oder wenn man halt am Schreibtisch sitzt, ja, dann steigt meistens diese Kälte ja unten von den Füßen, von den Beinen her auf. Dann nimmt man dieses Heizpanel, steckt es auch hier einmal einfach in die Steckdose ein, ja, einfach einmal einstecken. Und dann hat man hier die Möglichkeit, das Ganze aufzustellen. Ich stelle es jetzt extra mal so rum, dass Sie auch hier unsere Bedienelemente sehen. Und dann sehen Sie hier, wir haben unterschiedliche Stufen, die man einschalten kann. Und zwar haben wir hier 3 Heizstufen, die man anschalten kann. Mittel, und dann noch hoch und eine geringere Stufe. Das Ganze bis zu 65 Grad. Und wir arbeiten hier mit Infrarottechnologie. Infrarottechnologie ist diese entspannende Tiefenwärme, die hier direkt auf Ihren Körper wirkt. Also eine Wärme, die Sie auf Ihrer Haut dann spüren, auf Ihrem Körper spüren. Und das ist etwas sehr Schönes, sehr Angenehmes, das Sie natürlich direkt wärmt. Das dann Ihren Körper, Ihre Beine zum Beispiel wärmt, Ihr Umfeld wärmt. Und Sie spüren das dann direkt, wenn Sie das schön aufgestellt haben. Und zum Beispiel, wenn Sie abends jetzt die Heizung nicht angemacht haben, müssen Sie auch gar nicht. Sie stellen dann einfach dieses Infrarotpanel auf. Ist auch sehr intelligent, weil Sie sind ja dann clever. So ein Infrarotpanel, gerade dieses hier, verbraucht nur 165 wow. Watt. Also ist es wirklich sehr viel cleverer, abends einfach mal für die Stunde vielleicht, wo man noch vor dem Fernseher sitzt und sich denkt, ah, jetzt habe ich kalte Füße, mache ich die Heizung an. So ein Infrarotpanel aufzustellen. Jetzt aber durch diese Form bietet es doch auch an, wenn man Kleinkinder hat und die krabbeln oder auf dem Spieltisch oder Teppich. Also ich muss da immer dran denken, weil Sie wissen vielleicht, mein kleiner Enkel ist jetzt gerade mal 8 Wochen alt und dann ist sowas natürlich hervorragend, oder? Natürlich, ja. Und man spürt diese Wärme sofort. Also hier im vorderen Teil, diese graue Fläche, da spürt man sofort die Wärme. Da wird richtig, wenn man jetzt hier die Hand drauf legt, diese Wärme abgestrahlt. Also es fühlt sich ganz, ganz toll an, wenn man jetzt hier vorsitzt. Ne? Sie können das natürlich so aufstellen, wie Sie wollen. Sie können das ein bisschen gerade aufstellen. Wenn jetzt hier vorne die Kinder spielen würden, die würden sofort diese Wärme dann hier abbekommen, wenn die im vorderen Teil spielen. Also für Kinder wird das auch sehr gerne bestellt, für Kleinkinder, für Babys, wenn die jetzt hier vorne schön spielen. Aber halt dann auch, wenn Sie davor sitzen möchten, wenn man abends halt noch wirklich diese Stunde vorm Fernseher sitzt und da merkt halt, die Beine werden kalt, auch vielleicht zu zweit sitzt, nur dem einen Partner ist jetzt ein bisschen kühl, dem anderen Partner ist aber warm. Was macht man denn da zu Hause? Das kann ja einen riesen Streit ausbrechen, ne? Seien wir mal ehrlich, wenn dann, oft ist es ja die Frau.
ne, ist ja leider so. Die Frau sagt dann, ja, mir ist kalt, lass doch mal die Heizung anmachen. Und der Mann sagt, nee, es ist viel zu warm, ja, wir machen die Heizung noch nicht an. Dann kriegt die Frau jetzt so ein schönes Infrarotpanel, die kriegt das schön vorgestellt, ja, dann kommt die Wärme schön zur Frau, ja, die hat schön warm und der Mann kann schön in seinem Kalten sitzen, aber die Frau hat hier schön Wärme. Tati, es gibt ja so einen Satz, der hat viel Wahrheit drin, während für den Herren noch Sommer, es ist für viele Damen schon Winter geworden. Das merkt man dann abends, ob im Bett an den kalten Füßen oder beim Fernsehschauen. Aber das ist natürlich eine perfekte Lösung. Ja. Und Infrarotwärme, wer das schon mal erlebt hat, weiß, das ist eine unglaublich angenehme Wärme. Es gibt auch extra Infrarotsaunen, die immer beliebter werden, weil diese Wärme so unglaublich angenehm ist. Und das ist jetzt keine Infrarotsauna, sondern ein Panel. Aber diese angenehme Wärme, die wird hier eben energiesparend erzeugt. Ganz energiesparend. Wie gesagt, dieses Panel, wenn man es anschaltet auf höchster Stufe, es verbraucht nur 165 Watt. Also sehr, sehr schön das Ganze, sehr, sehr angenehm das Ganze. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ganz geringer Verbrauch hier, den Sie haben. Einfach ausstellbar das Ganze, diese Tiefenwärme. Ich kann Ihnen auch noch mal die Bedienelemente zeigen. Also wirklich schön mit diesen drei Heizstufen, die Sie einstellen können. Eine kleine Stufe, eine mittlere Stufe, eine hohe Stufe. Wieder ausschalten. Und wenn Sie es ausgeschaltet haben, dann diese kompakten Transportmaße, sodass Sie es dann auch perfekt dann mitnehmen können, wenn Sie es möchten. Einfach mal auf die Arbeit zum Beispiel. Gerade auch, wenn man mit Kleinkindern unterwegs ist, dann nimmt man sowas mit zum Besuch, zur Freundin oder wenn man zu Verwandten geht, um die Wärme zu sichern. Ich glaube, gerade die Kleinkinder brauchen das am meisten. Aber auch Erwachsene brauchen Wärme. Wir haben es gerade gehört von Kathi, das sage jetzt nicht ich, die Damen etwas mehr als wir Herren. Ja. Aber hier günstig in der Anschaffung, günstig im Unterhalt, das ist immer, das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Günstig in der Anschaffung 37,91 Euro. Und die Bestellnummer ist die NX8150 und die 569 jetzt ganz schnell zuschlagen. Er ist, oder das Panel ist jetzt wieder lieferbar, aber wir wissen nicht, wie lange. So, jetzt es fängt jetzt gerade die Heizperiode, ich glaube, in ganz Deutschland an. Und viele wünschen sich in so einer Situation eine Fußbodenheizung. Geht aber nicht. Wenn einmal eine Heizung eingebaut ist und diese eben an der Wand, dann ist es nicht zu ändern oder nur mit unglaublich hohem baulichen und finanziellen Einsatz. Mhm. Aber wir zeigen Ihnen jetzt so eine Art Fußbodenheizung, die ich wirklich in jeder Größe habe und für überall einsetzen kann. Ich habe sie direkt in drei Größen mitgebracht. Ja. Hier sehen wir das kleinste Modell jetzt mit den Maßen 105 x 55 cm. Mhm. Sehr, sehr schick das Ganze. Und da haben wir jetzt hier, Sie sehen das schon sehr schön, auch eine ganz, ganz tolle Verarbeitung. Wir haben hier das Ganze abwaschbar, abwischbar. Und man kann es jetzt auf den Teppichboden drauflegen, selbstverständlich, aber auch auf einen Hartboden. Im unteren Teil sind so kleine Noppen vorgesehen, sodass man das dann auch wirklich sehr schön platzieren kann, dass es nicht verrutscht. Und natürlich eine Wärmefunktion. Das ist ganz wichtig. Du hast es schon gesagt, man wünscht sich immer diese Fußbodenheizung. Und das kann man jetzt mit diesen Infrarotmatten, denn auch hier sprechen wir von Infrarottechnologie, möglich machen. Man schließt es einfach einmal an und dann hat man hier die Möglichkeit, an diesem Drehregler einzuschalten und die Wärme nach seinen Wünschen hier einzustellen. Bis zu 60 Grad das Ganze. Wow. Man kann das aber auch so regulieren, wirklich aufs Grad genau, wie man das haben möchte, zum Beispiel 40 Grad. Und dann heizt diese tolle Infrarotmatte so lange auf, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Wo setzt man sowas ein? Jetzt 55 mal, was hast du gesagt, 1,5 Meter mal 55, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, unter einem Bürotisch oder vor Waschbecken oder hast du so ungefähr, du kannst es kalte wirklich Füße gibt, überall einsetzen, genau da, wo du immer sagst, oh, ich stehe da, ich habe immer kalte Füße. Vielleicht sind Sie auch so jemand, der gerne barfuß läuft oder gerne in Socken läuft in der Wohnung. Ne? Sie vergessen immer die Puschen, ja, haben immer kalte Füße, schnell dann auch mal natürlich eine Erkältung oder haben halt solche Plätze, wo es immer fußkalt ist. Es gibt Wohnungen, wo man wirklich immer, wo es immer von unten zieht, ja, da hat man dann Probleme. Hier zum Beispiel an einem Büroarbeitsplatz, ja, wenn man merkt, da zieht es immer von unten, da kann man das wunderbar unten drunter legen. Die Matten sind so robust gemacht, dass man da auch gerne mal mit dem Bürostuhl drüber fahren kann, ist überhaupt kein Problem. Man kann da jetzt auch was draufstellen.
gar kein Thema. Und da hat man direkt diese angenehme Wärme von unten. Also gerade diese kleinere Größe eignet sich jetzt auch perfekt mal unter zum Beispiel Tischen, unter Sesseln, unter Stühlen. Ich habe sie ja jetzt auch hier direkt mal vor unser Sofa gemacht, weil gerade wenn man so gemütlich irgendwo sitzt, an seinem Sessel, an seinem Sofa, man möchte ja eine angenehme Wärme von unten haben. Ja? Und oft ist es ja so, auch abends, dass man sich denkt dann halt, ja, soll ich die Heizung schon anmachen, soll ich sie nicht anmachen, dann wird es doch ein bisschen kälter. Und bevor Sie jetzt die Heizung anmachen, die viel Strom und viel Energie verbraucht, ja, das sind ja wirklich enorme Heizkosten, machen Sie lieber so ein tolles Infrarotpanel von unten an. Die Wärme kommt von unten an Ihre Füße. Sie werden schön aufgeheizt von unten. Sie spüren die Wärme. Wenn die Füße warm sind, dann ist der ganze Körper warm. Das ist bei uns Menschen Man so. Man fühlt sich automatisch wohler. Übrigens, die nächste Lieferung hier kommt in wenigen Tagen. Und das ist auch so gefragt, diese Infrarotmatten. Kein Wunder, bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis hier 56,91 Euro. Aber weißt du, wo ich mir das auch gut vorstellen könnte? Jetzt gehen wir aber in den gewerblichen Bereich, und zwar in Verkaufsständen. Wenn die irgendwo auf dem Markt stehen, die frieren ja gerade von unten hoch am Abend sind. Ich weiß das, bei den Damen und Herren immer eiskalte Füße programmiert. So eine Matte reinlegen, dann hast du immer warme Füße. Also gewerblich zu nutzen jetzt hier in dem Fall, aber im Privatbereich. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt solche Vorleger gekauft. Ich habe so ein Doppelwaschbecken und der Boden bei mir ist, muss ich sagen, sehr, sehr kalt. Ja, Fliesenboden. Wenn Sie Fliesenboden haben, Fliese ist immer sehr, sehr kalt. Ja, und trotz Vorleger, jetzt ist es immer noch kalt. Also sowas jetzt vorm Waschbecken könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ja, pflegeleicht ist es auch, es ist ja abwaschbar, also jederzeit. Es darf auch nass werden, kein Problem. Und du hast dann eben zuschaltbar sofort warme Füße. Ja, genau. Also es kann wirklich es ist dafür perfekt geeignet und es hat auch eine sehr gute Haftung. Ich zeige es gerne nochmal. Es hat unten diese kleinen Silikonnoppen unten dran, sodass man es perfekt auch gerade auf die kalten Fliesen, gerade auf die kalten Fliesen, die ja auch sehr glatt sind, kann man es perfekt aufbringen. Es liegt dann sehr gut und dann haben Sie da wirklich eine schöne Wärmeisolierung, direkt die Wärme auch an den Füßen, damit Sie nicht frieren, damit Sie auch nicht krank werden, ist sowas dann auch ideal. Gerade auch fürs Badezimmer, vielleicht auch für die Küche. Viele Wohnungen sind komplett mit Granit und Fliese oder Hartböden ausgelegt. Da lieber sowas drauflegen. Das ist trotzdem hygienisch, das ist trotzdem auch allergikerfreundlich, aber halt diese Wärme auch von unten. Und für Sie jetzt die Aufgabe, achten Sie auf die Größe hier, weil das haben wir in mehreren Größen. Die erste Größe 1,5 Meter mal 55 Zentimeter. In wenigen Tagen wieder lieferbar. Jetzt schon auf die Liste schreiben lassen mit der Bestellnummer NX3797. Und der 569 zum fantastischen TV-Sonderpreis von 56,91 Euro. Wer jetzt aber sagt, oh, ich hätte aber nicht nur gern so einen kleinen Streifen warm, sondern wenn es geht, auch eine größere Fläche, auch für die hast du uns jetzt, Kathi, genau die richtigen Produkte mitgebracht. Genau, um das mal so ein bisschen im Vergleich zu sehen. Wir haben natürlich hier dieses kleinere im vorderen Teil für Sie gehabt. Das passt jetzt perfekt mal in so ein Badezimmer rein, vielleicht auch unter so einen kleinen Tisch, auch wie wir das hier hatten, unter unseren Couchtisch. Wir haben auch die größeren Modelle, da werden wir jetzt so ein bisschen länglicher hier im vorderen Teil mit 1,5 Meter mal 2 Meter. Das ist natürlich auch schon eine schöne Sache, also 1,5 Meter mal 2 Meter ist dann so ein bisschen länglicher. Wenn Sie dann natürlich Ihren gesamten Couchtischbereich auslegen wollen, ist das dann die schöne Größe, passt auch gut hin. Diese Infrarotheizmatten, wir sehen es jetzt hier auch gerade, werden gerne auch natürlich bestellt für die Kinder, für die Kleinkinder auch, wenn die spielen am Boden. Ne? Weil das ist auch sehr kalt oft für die, aber da können die sehr gut drauf spielen. Da braucht man keine Angst zu haben vor Erkältungen und es ist auch hygienisch, weil abwaschbar. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Gefahr auch keine. Die Hitze ist angenehm und es besteht nirgends Gefahr von zu starker Hitze oder irgendwo ein Feuer oder ähnliches. Das ist eben auch perfekt. Und hier auch wieder in wenigen Tagen lieferbar. Der Preis auch phänomenal. 142,41 Euro. Und hier in der Größe 105 mal 200, also 1 Meter 5 mal 2 Meter, ist die Bestellnummer die NX3796 und die 569. Und dann kommen wir zu unserem dritten und das ist eigentlich ein halber Raum, praktisch neu ausgestattet mit einer mit einem Fußboden, mit einer Fußbodenheizung. Das ist diese Matte hier.
Genau, 1,50 Meter mal 2 Meter. Also hier das Größte, was wir für Sie im Programm haben, 1,50 Meter mal 2 Meter. Das ist natürlich dann schon richtig groß, dieses tolle Infrarot-Panel, das wir hier haben, diese Fußbodenmatte. Die größte, die wir im Programm haben, 1,50 Meter mal 2 Meter. Da können Sie natürlich dann auch zugreifen und bestellen. Ja. Das ist natürlich hier dann so eine richtig große Größe. Aber auch hier wieder diese tolle Verarbeitung, die wir haben. Alle Modelle natürlich so, wie wir es gezeigt haben, dann auch mit unten diesen Noppen unten dran. Also wirklich schön gemacht, auch alle abwaschbar. Ich finde auch den Look toll. Das sieht ja aus wie Laminat Holz, oder Parkett, genau. Also wie Holz. Schmiegt sich toll an viele, viele Böden an, gerade wenn man Holzböden hat und gibt jetzt eben diese Wärme ab, die man braucht. Man spart, das hat Kathi vorhin auch gesagt, die enormen Heizkosten der Ölheizung oder je nachdem mit was sie heizen und macht das mit Infrarotwärme von unten herauf. Und nochmal, Infrarotwärme ist eine unglaublich angenehme Wärme. Und es fühlt sich richtig gut an, wenn man da auch mal barfuß oder mit Socken drüber läuft. Das ist so ganz angenehm, wenn man da drüber geht, das einfach spürt dann auch. Wenn man sowas mal gehabt hat auch, also auch so eine Fußbodenheizung mal gehabt hat, man möchte das nicht mehr missen. Und das ist schön, wenn man sich sowas dann nach Hause holen kann. Das ist so ein richtiges Wohlgefühl. Also holen Sie sich Ihre Fußbodenheizung nach Hause. Das ist das größte Modell für 189,91 Euro, auch in wenigen Tagen wieder lieferbar. Das kommt sogar Porto- und versandkostenfrei zu Ihnen mit der Größe 1,55 Meter mal 2 Meter. Die Bestellnummer dazu brauchen Sie noch, das ist die NX 3798 und die 569. Jetzt machen wir noch mal einen kurzen Rückblick auf alle wärmenden Produkte, was wir hier denn alles hatten, damit Sie auch wirklich nichts verpassen. Übrigens sehen Sie das auch alles noch mal unter pearl.tv. Da sind nämlich unter dem Livestream, wenn Sie da runterscrollen, sind sämtliche Produkte, die wir Ihnen hier in dieser Sendung vorgestellt haben, noch mal aufgeführt. Aber jetzt schauen wir uns unsere Heizprodukte noch mal an. Begonnen haben wir nach unserem herrlichen Kaffee, den ich vorhin genießen durfte, mit der wahrscheinlich kleinsten Heizung der Welt. Ja, mit unserem Steckdosenheizlüfter und der wärmt Ihr Umfeld perfekt auf, so wie Sie es möchten. Für 18,91 Euro mit diesem tollen Keramikheizelement nur 500 Watt verbraucht. Das ist natürlich eine richtige Sensation. Sie können die Temperatur zwischen 15 und 30 Grad nach Ihren Wünschen einstellen. Und auch ein Timer, den Sie zwischen 1 und 12 Stunden einstellen können, ist für Sie mit verbaut. Überall einsetzbar, da klein und kompakt, einfach an der nächsten Steckdose einstecken. Also das Gerät ist Gold wert. Ja, und er ist jetzt lieferbar. Das war lange nicht so und der Preis ist auch sensationell. 18,91 Euro. Die Bestellnummer, die NX 9585 und die 569. Jetzt gleich zuschlagen, am besten ein, zwei oder dreimal Werkstatt, Bad, wo man den alles einsetzen kann. Gästetoilette, wo gar keine eigene Heizung ist, Wohnwagen und. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber jetzt bestellen, nicht sagen, wir haben nichts gesagt, wenn er jetzt wieder ausverkauft ist. Auch unser nächstes Produkt ist endlich wieder lieferbar. Da haben wir lange, lange drauf gewartet. Es ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Ja, ein Infrarot-Heizpanel, das Sie hier in drei Stufen schalten können. Das hier wirklich schöne Wärme bietet, Infrarotwärme für Ihre Beine, Ihre Füße. Einfach nur aufstellen und schon wird hier diese wunderschöne Fläche erwärmt. Also etwas ganz Außergewöhnliches, das man so vielleicht gar nicht kennt, das man aber auch toll mitnehmen kann, mal an den Arbeitsplatz oder einfach vor die Couch, vor den Sessel gestellt und sich dann direkt erwärmen. Eine ganz clevere Sache, vor allem mit nur 165 Watt Verbrauch, ja, auch sehr stromsparend. Und auch in der Anschaffung sehr sparsam. 37,91 Euro, das ist unser TV-Sonderpreis, sofort lieferbar. Die Bestellnummer, die NX 8150 und die 569. Und dann hatten wir unsere Fußbodenheizung, unsere Infrarot-Panels, nicht Panels, sondern Matten in drei Größen. Die gehen wir nochmal durch hier. 1,5 Meter mal 55 cm mit der Bestellnummer NX 3797 und der 569. Sehr, sehr günstig und in wenigen Tagen wieder zu beziehen. Und dann haben wir die Größe 1,5 Meter mal 2 Meter mit der NX 3796 und der 569 für 102
43,41 €. Auch die kommen in wenigen Tagen wieder. Und last but not least, die größte Größe, 1,50 Meter mal 2 Meter dieser Matte. Und das zu einem Vorzugspreis von 189,91 € mit der Bestellnummer NX3798 und der 569. Es war noch nie so einfach, sich eine angenehme Infrarotwärme nach Hause zu holen. Und gerade diese beheizbaren Teppiche oder Bodenbelege, wie immer Sie das nennen wollen, sind natürlich eine hervorragende Art, das zu machen. Also ich kann nur sagen, genießen Sie auch die kältere Jahreszeit. Und auch wenn wir jetzt gerade tagsüber noch goldenen Oktober haben, merken wir schon abends, wie kalt es wird. Dann ist es schön, wenn wir einen wunderbaren Kaffee genießen können. Vielleicht macht auch Ihre Frau oder Bekannte ein paar süße Stückchen dazu. Und wenn wir dann noch warme Füße und überhaupt eine wohlige Wärme um uns herum machen, dann ist auch die kalte Jahreszeit wieder gut zu ertragen. Und Sie gehen jetzt bitte ans Telefon, holen sich Ihre neue Kaffeemaschine und vor allem auch Ihre Heizpanels oder vergessen Sie nicht die jetzt lieferbare, wahrscheinlich kleinste Heizung der Welt. Viel Spaß mit Ihren neuen Produkten.